Tausendschlau. Stark im Leben. Svenja Schmidt. Erst jagen, dann essen. Gesundheitscoach Hanjo Fritzsche über gesunde und moderne Ernährung aus Urzeiten. Der ernährungstechnisch perfekte Tag. Es ist natürlich schon so, dass Leute auch unterschiedlich sind. Also mein ernährungstechnisch perfekter Tag fängt tatsächlich ohne Frühstück an. Ja? Ich bewege mich erstmal auf nüchternen Magen, bin dadurch auch konzentriert. Ja? Was beim Frühstück sonst ja passiert ist, dass wir auch meistens ein kohlenhydratreiches Frühstück, dann geht der Insulinspiegel erstmal hoch. Erstmal geht der Blutzuckerspiegel hoch, dann wird Insulin ausgeschüttet, Blutzuckerspiegel geht wieder runter und dann haben wir diesen Blood Sugar Crash. Ja? Dann sind wir im Unterzucker, sind nicht so konzentriert und dann bekommen wir schon wieder Hunger. Und dann müssen wir schon wieder einen Snack essen. Also so ein kohlenhydratreiches Frühstück bereitet schon so einen schlechten Tagesablauf vor, was die Ernährung anbetrifft. Und ich esse einfach überhaupt kein Frühstück, weil es verdammt gesund ist, auch auf meinen Fettspeichern eben zu leben. Ja, das geht nicht jetzt nur darum, dass ich jetzt Fett verbrenne, sondern es werden da tatsächlich auch Gene aktiviert, die für unsere Gesundheit förderlich sind. Und das hat die Forschung wirklich jetzt mehr als deutlich gezeigt. Und dann kann ich bis mittags esse ich einfach nichts. Das muss auch nicht jeder machen. Man kann natürlich auch, sage ich mal, ein Low Carb, ein Kohlenhydrat reduziertes Frühstück essen, zum Beispiel ein Omelette. Ja, also für einen Typen, der unbedingt ein Frühstück braucht, ein schnelles Omelette geht auch, also meistens ja so, klar, Brot geht am schnellsten, aber mal schnell hier ein bisschen Gemüse in die Pfanne und ein paar Eier drüber, das ist auch in 5 Minuten fertig. Also das wäre so ein Paleo-Frühstück, was schnell gemacht ist. Mittags esse ich auch, persönlich esse ich relativ wenig, relativ leicht und das hat auch wieder damit zu tun, dass ich sage, hey, über den Tag hinweg möchte ich möglichst konzentriert sein. Und immer wenn wir viel verdauen, dann schalten so ein bisschen, ja, unsere Konzentration geht runter, unsere Sinne sind nicht ganz so wach. Das hat damit zu tun, dass wir so zwei Systeme im Körper haben. Zum einen Fight or Flight, ja, das ist dieses Flucht-Kampf-Verhalten und einfach, man ist aktiv und man ist auch von den Sinnen da. Und dann gibt es das andere, das ist der Parasympathikus, da sagt man Rest and Digest. Ja, da geht es um Verdauen und Ausruhen. Und tagsüber möchte ich nicht verdauen und ausruhen, da möchte ich aktiv sein, konzentriert sein. Deswegen auch ein leichtes Mittagessen, eben mit frischem Gemüse, vielleicht auch einen Salat. Und tatsächlich abends kommt dann das große Abendessen. Und das ist auch das, wo die Leute Angst davor haben. Ein großes Abendessen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht eben schon Sinn. Wenn man Naturvölker ansieht, dann essen die auch ihre größte Mahlzeit am Tag, oft fast die einzige große Mahlzeit am Tag, essen die am späten Nachmittag und Abend. Und das kann dann alles Mögliche sein, ob ich jetzt mir ein schönes Lachsfilet mit Brokkoli mache oder ein Steak mit Salat oder eben dann auch, ich esse dann auch Eiweiß, Kohlenhydrate, alles zusammen, zum Beispiel Süßkartoffeln, Kürbis, verschiedene andere Knollen, Petersilienwurzel, na, das sind so diese kohlenhydratreichen Paleo-Lebensmittel. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.tausendschlau.com.